Herzlich willkommen bei Dopak. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Erstinbetriebnahme und den Fasswechsel für die Schmierstoffbehälterpumpe der Baugröße 30 Liter. Alternativ ist die Pumpe auch in einer Baugröße für 80 Liter Gebinde verfügbar. Die heutige Vorführpumpe ist mit einer Einhandbedienung und einer Zirkulationseinheit ausgestattet, welche das Separieren des Materials während der Stillstandzeiten verhindert. Wie das Ganze genau funktioniert, erfahren Sie im Verlauf des Videos. Wir starten mit der Inbetriebnahme. Dazu lösen wir als erstes die Fasszentrierungen und schieben sie nach außen, damit wir Platz für den Behälter haben. Bevor das System mit Druckluft versorgt wird, ist es wichtig, die Regler für Heber- und Pumpendruck zuzuschrauben, den Wahlschalter des Hebers in Mittelstellung zu bringen und das Handschieberventil zu schließen. Jetzt schließen wir über die Luftwartungseinheit die Druckluft an und stellen über den Regler den Heberdruck ein. Hier empfehlen wir maximal 2 Bar, um schlagartige Bewegungen zu vermeiden. Sobald der Heber unter Druck ist, kann dieser über den Wahlschalter ein- oder ausgefahren werden. Die Geschwindigkeit kann man dabei zusätzlich mittels Drossel regulieren. Im nächsten Schritt stellen wir den Level-Sensor für die Leermeldung ein. Der Sensor sorgt dafür, dass nach der Entleerung des Gebindes die Pumpe stoppt und ein Signalhorn auf den anstehenden Gebindelwechsel aufmerksam macht. Um den Sensor einzustellen, fahren wir zuerst die Folgeplatte in die unterste Position. Durch einen Distanzhalter unter der Folgeplatte wird die Höhe des Behälterbodens simuliert und der Sensor wird von unten angefahren. Ist die richtige Höhe gefunden, kann der Sensor festgedreht werden. Die Signalhornlautstärke kann bei Bedarf über eine Drossel reguliert werden. Als nächstes fahren wir die Folgeplatte ins Gebinde ein. Dazu muss zuerst der Heber komplett ausgefahren werden. Jetzt können wir das Gebinde mittig einsetzen. Es empfiehlt sich, die trockene Folgeplatte mit ein wenig Material aus dem Gebinde oder Vaseline einzustreichen. Dann öffnen wir den Belüftungskugelhahn. Mit dem Wahlschalter bringen wir die Folgeplatte etwa 1 cm vor dem Gebinderand in Position und richten das Gebinde mittig aus. Dann fixieren wir es mittels Fasszentrierung. Als nächstes stellen wir den Auffangbehälter unter den Entlüftungskugelhahn. Mit dem Wahlschalter kann dann die Folgeplatte langsam auf die Materialoberfläche gefahren werden. Durch den Anpressdruck wird das Luftmaterialgemisch durch den Entlüftungskugelhahn ausgeschleust. Sobald das Material keine Lufteinschlüsse mehr aufweist, schließen wir den Entlüftungskugelhahn. Die Folgeplatte ist sauber entlüftet. Nun ist die Förderpumpe an der Reihe. Dazu schalten wir zuerst den Antrieb über das Handschieberventil ein und öffnen das Entlüftungsventil. Das Entlüften startet, sobald der Antriebsdruck aufgedreht wird. Sobald keine Lufteinschlüsse mehr im Material vorhanden sind, schalten wir den Luftantrieb über das Handschieberventil wieder aus. Zu guter Letzt sind noch die Leitungen im System zu entlüften. Dazu schalten wir den Antrieb über das Handschieberventil wieder ein. Über das Auftragsventil am Ende der Drossierlinie kann dann so lange Material ausgelitert werden, bis homogenes und blasenfreies Material nachfließt. Wird wie in diesem Beispiel eine Zirkulationseinheit verwendet, ist diese ebenfalls zu entlüften. Grundsätzlich ermöglicht uns die Zirkulationseinheit, das Material während längeren Stillstandzeiten über einen geschlossenen Kreislauf wieder zurück unter die Folgeplatte zu leiten, um der Materialseparation oder dem sogenannten Ausbluten bei druckempfindlichen Schmierstoffen entgegenzuwirken. Die Fließgeschwindigkeit kann dabei stufenlos über eine Abluftdrosselung am Antrieb eingestellt werden. Der Zirkulationsmodus wird ganz einfach über einen manuellen oder elektrischen Schalter aktiviert. Dabei wird das Material von der Pumpe über einen statischen Mischer geleitet, welcher dafür sorgt, dass das Material homogenisiert wird. Nach dem Mischer wird das Material via Umschaltventil durch eine Lanze zurück in den Behälter gefördert. Die Lanze liegt dabei immer auf dem Behältergrund und sorgt dafür, dass der komplette Inhalt zirkuliert wird. Sobald der Zirkulationsmodus wieder deaktiviert wird, schaltet das Umschaltventil wieder auf Normalbetrieb und das Material wird zum Austragsventil transportiert. Nun aber zurück zum Entlüften. Zuerst lösen wir die Entlüftungsschraube, drehen die Drossel zu
und ziehen die Lanze bis an den Anschlag hoch. Danach empfiehlt es sich, ein Reinigungstuch um die Entlüftungsschraube anzubringen. Dann schalten wir den Antrieb über das Handschieberventil ein und der Zirkulationsmodus ist aktiviert. Über die Drossel können wir die Zirkulationsgeschwindigkeit langsam aufdrehen. Die Lanze wird so lange entlüftet, bis nur noch blasenfreies Material nachkommt. Nach dem Entlüften schalten wir den Antrieb über das Handschieberventil wieder ab. Zum Abschluss wird die Entlüftungsschraube zugedreht, die Lanze gelöst und komplett ins Gebinde eingeführt und über die Feststellmutter fixiert, damit diese während des Betriebs nicht nach oben gedrückt wird. Die Pumpe ist nun betriebsbereit. In diesem zweiten Videoteil erklären wir Ihnen den Fasswechsel. Ist das Gebinde leer, schaltet die Niveaustandskontrolle die Förderpumpe aus und das Signalhorn ertönt. Es muss ein Gebindewechsel vorgenommen werden. Als erstes schalten wir die Pumpe über das Handschieberventil aus. Um die Lanze der Zirkulationseinheit nicht zu beschädigen, ist diese in komplett ausgezogener Position zu fixieren. Danach können wir die Drossel zur Folgeplattenbelüftung öffnen. Diese unterstützt die Folgeplatte beim Ausfahren. Sobald sich die Folgeplatte auf Höhe des Gebinderands befindet, muss der Heber über den Wahlschalter wieder gestoppt werden. Um nun komplett aus dem Gebinde zu fahren, öffnen wir die Folgeplattenentlüftung über den Kugelhahn und drehen die Drossel zur Belüftung zu. Danach können wir den Pumpenheber über den Wahlschalter ausfahren, bis die oberste Position erreicht ist. Für den Gebindewechsel lösen wir zuerst die Fasszentrierungen und entfernen das leere Gebinde. Es empfiehlt sich, die Materialrückstände an der Folgeplatte mit einem Reinigungstuch zu entfernen. Damit diese wieder gut in den neuen Behälter einfährt, kann die Dichtlippe mit etwas Material oder Vaseline geschmiert werden. Nun stellen wir das neue Gebinde ohne Deckel mittig unter die Folgeplatte und fixieren es über das Anziehen der Zentrierungen. Nun fahren wir die Folgeplatte in den neuen Behälter ein. Dabei muss immer sichergestellt sein, dass die Folgeplattenentlüftung geöffnet ist und der Auffangbehälter platziert ist. Durch den Anpressdruck wird das Luft-Material-Gemisch durch den Entlüftungskugelhahn ausgeschleust. Sobald das Material keine Lufteinschlüsse mehr aufweist, schließen wir den Entlüftungskugelhahn. Ein Entlüften der Pumpe und der Systemleitungen entfällt, da diese bereits mit Material gefüllt sind. Als letztes wird die Lanze der Zirkulationseinheit wieder auf den Gebindegrund abgesenkt, damit die Betriebsbereitschaft wiederhergestellt ist. Ich hoffe, Sie sind nun bereit, Ihre Behälterpumpe in Betrieb zu nehmen. Für Fragen rund um das Produkt und zur Bedienung steht Ihnen das Top-Pack-Team jederzeit zur Verfügung. Bis bald und tschüss!